Oh mein Gott, Leute, in dem heutigen Video stelle ich euch einen neuen, richtig krassen OP-Bosskampf-Glitch vor. Mit diesem Glitch könnt ihr es schaffen, das Level ultra schwierig 16 zu erreichen. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Trage jetzt Creator Clash Games bei dir im Shop ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du meinen Namen neu bei dir im Shop eintragen. Danke für deinen Support. Beste Grüße gehen raus. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Es ist wieder soweit. Es gibt einen neuen richtig krassen Brawl Stars Glitch, den ich euch heute in diesem Video vorstellen werde. Und zwar könnt ihr es mit diesem Glitch schaffen, in Bosskampf ultra schwierig 16 zu erreichen. Mit dabei habe ich übrigens den Martin, was geht ab? Was geht ab? Und den Michael, was geht? Ey. Ja, die beiden helfen mir jetzt einfach mal, den Glitch hier durchzuführen. Wir werden jetzt hier bei Ultraschwierig 3 starten. Bis dato bin ich immer bei Ultraschwierig 3, wenn ich das ganz normal gespielt habe, rausgeflogen. Und wir werden jetzt einfach mal mit diesem Glitch auf Ultraschwierig 16 hochpushen. Und ich werde euch dann auch in diesem Video zeigen, wie ihr das Ganze selber machen könnt. Seid auf jeden Fall schnell. Also probiert, wenn dieses Video online geht, mit euren letzten Tickets, die ihr noch habt, wenn ihr hoffentlich noch welche habt, diesen Glitch auszuführen. Denn ihr wisst es ja, damit kann man halt auch sich ganz gut Kisten erfarmen. Teilt das Video auf jeden Fall mal mit euren Freunden. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Ich würde sagen, auf diesem Video einfach mal easy die 10.000 Daumen nach oben. Wir starten direkt rein. Ich cut das Ganze jetzt so zusammen und ich bin dann mal gespannt, wenn ich es endlich schaffe, hier ultra schwierig 16 zu erreichen. Ich meine, Freunde, es ist ein Glitch, ja, der wird ziemlich bald gefixt sein. Also gebt auf jeden Fall Gas. Ihr habt, wie gesagt, nur noch ein paar Tage Zeit und gebt eure letzten Tickets aus. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Martin, ich glaube, du spielst den Boxer gerade, oder? Genau. Ja, genau. Ich würde sagen, du kannst noch mal ganz kurz erklären, wie das Ganze jetzt genau funktioniert. Wir haben jetzt hier eine spezielle Kombo gewählt. Das ist auch die beste, die man gerade so dafür spielen kann. Man wartet mit dem Boxer erstmal eine relativ lange Zeit, versucht dann hier in eine der Ecken zu kommen. Ja. Und dann, wenn man das Gadget hat, einfach das Gadget drücken und dann kann der Bot sich nicht mehr bewegen und dann kann man anfangen, Damage zu machen. Genau, also das ist eigentlich schon das ganze, das ist die ganze Zauberei, Freunde. Also es ist tatsächlich ein ziemlich einfacher Glitch, aber man braucht halt dafür das Gadget von dem Boxer. Also das ist die einzige Voraussetzung. Und die Kombo, die wir jetzt gerade spielen, ist auch ziemlich wichtig. Am besten wäre es halt noch, wenn der Automat noch die Star Power hätte, die Star Power mit der Range, also ist glaube ich die zweite, damit wir hier auch das Maximale rausholen können. Aber am wichtigsten ist eigentlich, dass ich auch meine Star Power habe, und zwar Ehren Hyperbär, und damit können wir es dann eigentlich auch am einfachsten schaffen, hier ja ultra schwierig am schnellsten durchzupushen, sage ich jetzt einfach. Wie gesagt, das ist kein großes Meisterwerk. Ich denke mal, ihr könnt das auch mit anderen Brawlern schaffen, aber es ist, wie gesagt, so aktuell die beste Kombo, die man machen kann. Ja, moin, da bin ich gerade gestorben. Was auch noch eine wichtige Sache ist, da habe ich jetzt gerade selber nicht drauf geachtet. In der Zeit, wo der Roboter nicht ganz viele Raketen hintereinander losschießt, probiert einfach in der Zeit die ganze Zeit auf Full Heal zu sein. Also wenn er dann Raketen schießen sollte, dass ihr am wenigsten noch irgendwie eine Chance habt, da rauszukommen. Du kannst auch langsam mal die Cubes nehmen. Ich habe jetzt 9. Ja, okay, dann nehme ich jetzt auch mal Cubes. Dass du 5 hast und ich dann ungefähr 10. Okay, passt. Und übrigens, Freunde, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema der Nita sind, am 1.5., ja, kommen die ersten der Nita Handyhüllen raus. Seid auf jeden Fall schnell. Das ist eine richtig, richtig geile Möglichkeit für euch, denn es gibt wirklich fast jedes Handymodell. Die Handyhüllen sind auch ziemlich, ziemlich cool. Die haben nicht nur unser Hashtag der Nita-Logo drauf, sondern ihr könnt die auch noch customizen. Das heißt, ihr könnt euren Namen selber dort eintragen. Plus dann auch noch euren Spieler-Hashtag ergänzen. Das heißt, ihr habt sozusagen auch noch eine personalisierte Hülle, was auch ziemlich cool ist. Und auch noch eine geile Sache, es ist auch einfach nochmal die handsignierte Unterschrift. Nee, nicht handsigniert, aber es ist die Unterschrift von Lukas Broises und von mir da drauf. Also gönnt euch auf jeden Fall ab 1.5. erhältlich auf merchbase.de/dernita. Und das Ganze ab 12 Uhr. Also seid schnell. Okay, ultra schwierig. 4 ist geschafft. Und 5,
So, und wir haben Nummer 6 gefinisht und kommen jetzt zu Ultraschwierig 7. Sehr schön. Und Ultraschwierig 7. Let's go. Und Ultraschwierig 8. Okay. Ultraschwierig 9. So, Freunde, wir sind jetzt inzwischen sogar schon bei Ultraschwierig 12. Ich habe gerade vergessen, eine Runde aufzunehmen, weil wir mal zwischendurch Accounts wechseln mussten. Aber jetzt geht's easy weiter. Ja, haben wir. Schön. Okay, Ultraschwierig 12. Wir sind sogar auf 20% jetzt runter. Ja, ich hatte gesagt, 30 ist gut. 20 ist natürlich extrem. Vielen Dank. Ah, der Bot, der Sniper-Bot muss weg. Ich kümmere mich gerade drum. Wir sind auf 15% gekommen. Ich habe das Gefühl, dass die Sniper-Bots manchmal durchglitschen. Ich bin wahrscheinlich tot. Ich muss sogar jetzt aufnehmen. Ich bin tot. Wegen Mausbot. Ah, ich werd. Alter, ich werd jetzt so gepusht. Ja, Kevin hat gerade das gleiche. Kevin, du musst überleben, ich spawn bei dir. Bei mir, hinter mir sind 5 Sniper-Bots. Oh, Junge, ich seh's, aber ich kann kaum was machen. Michael, versuch du einfach zu laufen. Ich glaub so wirklich, dass ich das kann. Oh, Martin, let's go! Hat Martin die Outplayed oder? Oh. Oh, scheiße. Ich bin da. 22, wir kriegen keine 200.000 Deaths mehr hin. Alter, guck mal, wie viele Bots hinter mir waren. What the fuck? Nein. Junge. Alter, ich hab das so gut gespielt. Okay, 20% reicht anscheinend nicht. Jetzt fängt's an, ja, jetzt ist das Game, ist, wir können nichts mehr machen. Schau dir Genau, das gleiche wie vorhin, du kommst einfach nicht zum Healen. Hm? Heil dich mal. Die einzigste Möglichkeit ist, dass ihr. Ich komme aber nicht, irgendwie, ich kann mich nicht re-raggen. Ich kann mich nicht raggen. Ja, nee. Dann ist es RIP. Das ist RIP. Ihr könnt aufgeben. Lass mal bei, ich schon mal bei Ride E rein. Aua, aua, aua. No. Runter, runter, runter. Ihr müsst nur in der ersten Sekunde ein. Ich muss ihn nehmen. Scheiße. Ich komm nicht an den Sniper-Bot dran, weil er jetzt hat. Ey, wir kommen mal voran, Jungs. Pass auf, Michael. Ja, das regenerieren. Ich glaube, das schaffen wir sogar, das Level. Das schaffen wir auch. Okay, wir müssen es nur gleich ein bisschen besser timen noch. Boah, trotzdem. Das Ding ist, ihr dürft nicht verrecken. Aber das funktioniert absolut krass mit der Niete. Ja, also 13 haben wir geschafft. Es darf halt nur keiner von uns verrecken. Und du wirst wirklich nur alle Cubes haben. Noch zwei Tickets, glaube ich. Die Raketen, das sind echt extrem viele Raketen. Ein letztes. Hast du noch ein Ticket nur noch? Jo. Wir müssen am Anfang innerhalb der ersten paar Sekunden, wenn der gefreezed ist, schon 5 bis 10% machen, wenn das geht. Ja. Let's go, Alter, mit Random Mates ultra schwierig 14 gemeistert. Okay.
So, Freunde, wir sind aktuell bei ultraschwierig 14. Leider hat Martin auf seinem Account, den er jetzt gerade noch hatte, leider keine Tickets mehr. Das heißt, wir können es nicht weiter probieren. Trotzdem gibt es hier im Hintergrund jetzt mal einen ganz kleinen Einschnitt, wie der gute YDE es einfach mal geschafft hat, ultraschwierig 16 zu meistern. Wir haben am Ende jetzt nochmal unsere Taktik ein bisschen überarbeitet. Trotzdem, ich denke mal, wenn wir es nochmal ein paar Mal probiert hätten, hätten wir wahrscheinlich auch ultraschwierig 16 geschafft. Es ist auch auf jeden Fall möglich, mit der Kombo das Ganze zu schaffen. Natürlich, man muss sagen, dem Boxer hat auch noch die Star Power gefehlt. Das heißt, es ist auch nochmal ein kleiner Nachteil, weil er halt jetzt nicht zum Beispiel die Feuer Star Power einsetzen kann, wodurch halt auch noch ein bisschen mehr Damage auf den Roboter losgesetzt werden kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg beim Ausprobieren. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut übrigens auch gerne mal bei Martin und bei Michael vorbei. Beide Insta-Accounts sind unten verlinkt. Die haben jetzt hier die ganze Zeit gerade bei geholfen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Oh.